Be unapologetic. Guten Morgen allerseits. Heute ist der 6.3. und es ist ein sehr spannender Tag für mich persönlich, denn mein neues Buch Speak Up and Shine kommt heute auf die Welt. Be unapologetic, das ist die Formel dafür, dass du mutig deine Meinung aussprichst, dass du zu dir stehst, dass du deine Werte vertrittst und dass du als Frau wirklich hörbar wirst. Dieses Buch ist jetzt innerhalb des letzten Jahres ungefähr entstanden, durch viele Hochs und Tiefs und Diskussionen und Auseinandersetzungen und natürlich vielen, vielen Coachings mit meinen wunderbaren Coachee-Frauen. Und ja, es war irgendwie Zeit, dieses Buch zu schreiben. Ich bin ja tatsächlich als Coach und Trainerin für egal wen zu haben. Also ich bin kein expliziter Coach nur für Frauen. Und gleichzeitig war dieses Calling da. Ich habe immer mehr Frauen kennengelernt, die unfassbar ausgebildet waren, die unfassbar tolle Dinge gemacht haben und die trotzdem nicht den Mut gefasst haben, für sich einzustehen. Und ich glaube, dass wir selber als Frauen hier eine ganze Menge beitragen können, Entscheidungen treffen können. Wir können unsere Stimme nutzen und wir können wirklich beitragen, um diese Welt ein Stück weit zu verändern, mitzugestalten und tolle Veränderungen anzustoßen. Deswegen gibt es dieses Buch und es wird die nächsten 12 Tage Videos von mir geben, und zwar mit der Unapologetic-Formel. Jeden Tag wird es einen Buchstaben geben und den entsprechenden Inhalt aus dem Buch dazu. Wir fangen also morgen an mit dem U, weil Unapologetic, englisches Wort, fängt mit einem U an und das startet gleich mit einem wunderbaren Thema, nämlich Unverschämtsein. Natürlich im besten aller Sinne. Und ich freue mich sehr darauf, wenn ihr oder wenn du mir folgst, wenn du teilnimmst, wenn du diskutierst, wenn du vielleicht das Buch auch lesen magst, wenn du zu einer meiner Lesungen kommen magst und ja, wenn du einsteigst in diese Reise, in diese tolle Reise, unapologetic zu werden. Unapologetic, warum dieses Wort? Vielleicht dazu noch mal ein paar Sätze. Ich finde, im Englischen gibt es Redewendungen und Wörter, die es im Deutschen so in der Kraft nicht gibt. Und Unapologetic hat mich in verschiedenen Podcasts, in Videos, in allen möglichen Kontexten aus dem US-amerikanischen Markt immer wieder erwischt. Dieses Wort Unapologetic, also ein Zustand, eine Beschreibung dessen, dass ich mich für nichts, was mich selbst angeht, entschuldigen muss. Also ich stehe mutig im Raum, ich stehe mutig mit meiner Meinung und mit meiner Stimme. Und das heißt nicht, dass ich mich niemals entschuldigen muss. Natürlich, wenn ich Bockmist gebaut habe, muss ich das. Aber unapologetic heißt, dass ich zu mir stehen darf, mit allem, was ich bin, mit meiner gesamten Persönlichkeit, mit meinen Ticks und Tricks, aber natürlich auch mit allem, was ich kann und was ich beitragen kann, eben mit meiner Lebenskraft. Und dafür steht unapologetic und ich freue mich, wenn du, wie gesagt, die nächsten 12 Tage mir folgst und die unapologetic-Formel mit mir feierst. Und ja, bis ganz bald. Viel Spaß beim Unapologetic Sein und viel Spaß mit Speak Up and Shine, meinem neuen Buch.